Bayern zittern sich in Drochtersen zum 1-0-Sieg. Der Titelverteidiger Frankfurt ist raus. Und was hat Werder gemacht? 6-1 in Worms gewonnen. Da, in dem Stadion ist es passiert. Also eine souveräne Leistung war es von den Werderanern, die wirklich von der ersten Minute an hochkonzentriert waren, so wie sie es sich vorgenommen haben, so wie sich das jeder Bundesligist vornimmt. Aber diesmal hat es wirklich geklappt und da muss man der Mannschaft ein großes Lob zollen. Das war richtig klasse, wie sie aufgetreten sind und dem Regionalligisten im Prinzip gezeigt hat, ihr habt heute gegen uns keine Chance. Vorne hat auch alles gepasst. Kombinationsspiel fand ich schon ziemlich gut. Davy Klaassen, Max Kruse, Kainz und Osako auf den Außen, auch Maximilian Ergeschen. Das hat schon echt richtig viel gut funktioniert. Und naja, eigentlich hätten sie sich feiern lassen können dafür, wollten sie aber nicht. Gibt zwei Gründe dafür. Der eine ist wirklich traurig, Ole Kolper, schwere Fußverletzung, war nur 5-6 Minuten auf dem Platz. Dann hat er echt einen bösen Tritt, ein böses Foul bekommen. Florian Kofler kenne ich auch schon ein bisschen länger als Trainer und der war richtig geknickt. Der kam zu uns in die Mixzone und wollte sich gar nicht freuen, weil er sagte, Ole Kolper, ich bin echt traurig. Der Junge, der ist 7 Monate ausgefallen, ist gerade wieder da, wir glauben an den. Und jetzt fällt er aus, wahrscheinlich. Er rechnet mit einer schlimmen Diagnose, hat der Trainer gesagt, genau, es gibt es dann am Sonntag, wenn der Junge untersucht worden ist. Und dann wird auch entschieden, ob noch was gemacht wird auf der Position. Er soll der Backup für Bargfriede sein und ist jetzt selbst verletzt. Naja, Bargi ist zumindest gesund, hat ein schönes Tor heute gemacht, ein Lupfer. Also es passte eigentlich fast alles außer der Kolper-Nummer. Aber das macht natürlich Mut für die nächsten Wochen. Die Vorbereitung war wirklich erfolgreich, kann man ganz klar so sagen. Man sieht, dass die Mannschaft funktioniert, aber, Bundesliga ist ein anderes Geschäft. Max Kruse, der Kapitän, der sich ja jetzt auch uns stellt in Printmedien, hat ganz klar nochmal gesagt, wir können uns für diesen Sieg hier nicht feiern lassen. Nächste Woche gegen Hannover ist eine ganz andere Herausforderung. Das ist Bundesliga und da will Werder dann nachlegen und will dann zeigen, dass sie wirklich schon so weit sind, dass die Gesänge der Fans vom Europapokal auch wirklich gerechtfertigt sind. Und einen habe ich noch. Claudio Pizarro hat jetzt auch im ersten Pflichtspiel gespielt. Also das ist eine Rückkehr. Und Jojo Eggestein, erstes Pflichtspiel-Tor. Da freuen wir uns auch ganz besonders drüber. Und die einzige Sorge, die ich jetzt noch habe, ist, dass mein Fahrer ein Beef-Tartar-Brötchen gerade gegessen hat, was seit 5 Stunden im Auto liegt. Also wenn wir sicher in Bremen ankommen, wäre ich sehr zufrieden. Danke. Schöne Grüße. Die Deichstube.